starten mit der Pressekonferenz. Herzlichen Glückwunsch erstmal an den Cedric Derby-Sieg und Johannes Hülsmann, schön, dass du da bist. So, jetzt nach Abstieg von der Pro B, Recklinghausen übernommen und Derby, ja, ich weiß gar nicht, wo du herkommst. Kanntest du, hast du dir das so vorgestellt? Wahnsinnsatmosphäre heute hier in der Rosa Parks. Knappes Spiel, so wie sich das ja die Basketballfans wünschen. So dein Statement zum Spiel. Also, erstmal Glückwunsch, Sally. Ja, nicht nur dein Team, verdient der Sieger Recklinghausen. So, ich bin zwar kein geborener Recklinghäuser, allerdings bin ich schon sehr, sehr lange dabei. Bestimmt jetzt 10 Jahre in irgendeiner Form, Art und Weise. Also, ich glaube, ich kenne das Derby, habe schon ein paar in der Youth-Bereich gegen Cedric gemacht. Ja, tolle Stimmung hier heute. Ich glaube, wir sind natürlich gut gestartet, haben da auch das so zum einzigen Zeitpunkt irgendwie gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Sind wir immer noch mal wieder dran gekommen und haben dann, denke ich, zu viele individuelle Fehler gehabt und sind dazu hastig geworden im Angriff. Das war nicht das, was wir am Anfang gemacht haben oder gegen Düsseldorf. Darum müssen wir arbeiten. Ich denke, das ist immer sehr, sehr schwierig. Das wird auch noch ein, zwei Spielchen dauern, denke ich, bis wir da konstanter werden. Insofern ist das in Ordnung. Allerdings glaube ich, dass wir es heute in der Offensive verlieren, weil wir einfach zu eigensinnig in den entscheidenden Situationen spielen. Okay, war denn vielleicht auch so ein Rebound, wenn ich gucke, die Jean-Smith macht 25 Punkte, 46 Rebounds insgesamt für die Löwen, bei euch 38, also dass ihr den großen Mann nicht so in den Griff bekommen habt? Ja, der hat einen guten Job gemacht, der hat sehr gewöhnt, es war uns klar, dass der ein guter Offensivrebounder ist. Hat er trotzdem viele geholt. Klar, da müssen wir einfach auch als Team besser verteidigen, individuell besser verteidigen. Wie gesagt, letztendlich glaube ich trotzdem, dass wir das in der Offense verlieren. So, Cedric, und was hat das Ausschlaggebende gewesen? Hat es geklappt, die kleinen Spieler, was du ja vorher angekündigt hast, dass die in den Griff zu kriegen sind? Die Nummer 22, Konrad Totter, da ist es, glaube ich, jetzt nicht so ganz gelungen. Der hat ja einen Bombentag erwischt, 31 Punkte gemacht. Ja, Derby-Sieg, was sagst du zum Spiel? Ja, ganz statistisch gesehen ist jeder vierte Mensch ein Asiate. Siehst du einen? Nein. So, Konrad Totter hat 31 Punkte gemacht, am Ende haben wir das Spiel gewonnen, das ist das, was halt zählt. Im Grunde genommen ist uns das eigentlich relativ gut gelungen. Wir haben den Landling relativ bei geringer Punktzahl gehalten. Wir wussten, dass wir auf den kleinen Positionen ungefähr gleichwertig mit Recklinghausen sind und wollen auf jeden Fall inside eine Menge scoren. Das hat der Dijon heute super umgesetzt. Ja, was soll ich zu sagen? Also ich muss ihm einen Kasten Bier ausgeben, weil ich ihn ausgewechselt habe, weil er nicht auf seine 20 Rebounds gekommen ist. Ansonsten bin ich einfach froh, dass wir das Spiel heute hier gewonnen haben. Sehr gut. Fünfter Sieg in Folge. So, wie geht's weiter? Nächste Woche Auswärtsspiel in Bürg, kann das sein? Richtig, wir spielen nächste Woche in Nienbüren. Wird ein schweres Spiel, in Nienbüren ist immer schwer. Ist eine volle Kulisse. Heute Ost, glaube ich, heißt das da. 800 bis 1000 Zuschauer. Müssen wir ähnlich konzentriert spielen. Müssen aber nochmal versuchen, die zweiten Chancen besser wegzunehmen. Das hat uns in der ersten Halbzeit so ein bisschen gekillt, würde ich sagen. Da kamen ein paar offene Dreier zustande, die Recklinghausen immer wieder rangebracht haben. Wenn man auch nochmal das Scouting anguckt, wir waren von draußen nicht so erfolgreich. Recklinghausen hat fast 39%, wir nur 26 von der Dreierlinie. Müssen wir besser wegnehmen, die Dreier. Und ich muss natürlich sagen, Konrad Totter, überragendes Spiel heute natürlich. So, Recklinghausen, Johannes, wie geht's für euch weiter? Nächste Woche Heimspiel? Genau, also wir spielen gegen Ehrenbräuch, das ist dann sozusagen das Ende unseres Auftakts, was wir uns so vorgenommen haben. Danach, wenn man das in der Liga sagen kann, geht es für uns ein bisschen in ruhigere Fahrwasser. Ehrenbräuch sicherlich, ich glaube, mit euch ja jetzt an der Tabellenspitze. Glückwunsch erstmal dazu. Es wird nochmal ein harter Brocken. Wollen wir natürlich gerade zu Hause gewinnen und ich glaube, dass wir zu Hause um einige Stellung mal stärker sind. Da wieder auch unsere Fähigkeiten besinnen und gut spielen werden. Alles Gute für euch weiterhin in diesem Sinne. Cedric, deine Worte nochmal an Fans oder so. Gibt es da was zusammen? Beziehungsweise gibt es noch Fragen von euch vielleicht? Heute die große Chance hier nochmal. Gibt es sogar ein Mikrofon? Guck mal.
Man kann es auch leise stellen, sie sagen es dann laut oder so. Ja, Derby-Sieg, alle begeistert. Wo geht die Party jetzt weiter? Gibt es heute noch eine Party? Erstmal natürlich vielen Dank nochmal für die Glückwünsche. Ich glaube, nach dem Sieg heute, klar geht die Mannschaft feiern, man hat sie sich verdient. Derby-Sieg ist immer was Besonderes, vor allem für das heimische Publikum. Vielen Dank für eure Unterstützung und wir hoffen, dass ihr in zwei Wochen gegen die WWU Baskets auch hier seid, dass wir hier mal eine Löwenhölle rausmachen, dass wir dann auch gegen Münster siegreich sind. Okay, also ich bitte euch, kommt alle in die Halle. Wir haben gute 5 Spiele hier gezeigt und wir brauchen eure Unterstützung, damit wir auch weiter erfolgreich sein können. Vielen Dank, also dann von meiner Stelle auch nochmal, also alles Gute nach Recklinghausen für die nächsten Spiele und schönen Abend, schönes Wochenende noch und schönen Sonntag. Auf Wiedersehen. Ciao.